Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Parallel Worlds, weiterhin Mixedos. Heute mal nicht der Sklaventreiber, sondern der nette Navigator. Richtig. Und zwar sind wir die ganze Schwoge jetzt durchgegangen. Der Wetter Ice Age 88 begehrt jetzt leider Suizid. Er war doch noch so jung. Ja, und er hatte noch so schönes blondes Haar. Und zwar hat das einfach folgenden Grund. Es ist sinnvoller, wenn er jetzt einfach stirbt, weil dann setten die Herzen und dann ist es einfach für ihn. Jetzt kommt er aber nicht mehr rein. Na komm schon. So, jetzt aber. Rechts rum, Schätzelein. So, den Weg kennst du ja. Ja, ja. Ich bin gerade mal am Überlegen. Da waren keine Herzen. So, hier lang. Hier gibt es ja aber noch nicht allzu viel falsch zu machen. Es sei denn, ich renne in die Gegner rein. Jetzt pass mal auf. Einer und ein zweiter Schlag. Oder? Na komm her, Spiel. Eins, zwei. Verstehst du? Irgendwie ist der Spin Slash hier für den Arsch. Das Spiel, nein, das ist nicht für den Arsch. Und zwar ist das Spiel waffengebalanced. Und zwar, manche Waffen machen gegen gewisse Gegner mehr Schaden und manche halt nicht. Deswegen ist es am sinnvollsten, gegen die Amos-Ritter den Boomerang zu verwenden als die Pfeile, weil du mit dem Boomerang dreifachen Schaden machst gegenüber dem Pfeilen. Ich hasse diese Dinger. So, Arschlecken. Ich meine, hier wirst du wahrscheinlich Hitze einstecken müssen. Ja. Jetzt kommt da 3 raus. Okay, wenn du die 3 hast. Sehr schön. Ja, ich versuche jetzt so wenig Schaden wie möglich einzustecken, in der Hoffnung, dass ich mehr Herzen habe. Unten oder oben? Rechts jetzt raus. Dann gehst du nach oben. Ja, hier kann ich ja eh nur nach rechts jetzt erstmal. Ja. Und danach, da ist ein Herzelein drunter, Schätzelein. Herzelein, so. Schätzelein. So, hier unten war auch noch eins drin, ne? Ne, da waren Bomben. Dreh dich weiter, danke. So nach oben. Mhm. Da oben in der Ecke waren. Da oben in der Ecke war noch ein Herzchen. So. Dann nach oben. Deinen Raum ist das der mit der Schlinge. Da musst du wieder nach oben den Schalter drücken, danach links durch das Labyrinth. Vergiss dann im Labyrinth rechts oben nicht den Schalter zu drücken. Dann geht's nach links raus. Dann haben wir kurze Verschnaufpause und Save State Time. Na, hier jetzt. Rechts oben den Schalter. Hau ab, so. Puh. Einfach durch. So. Beide Gegner töten, links aus dem Raum raus. Fürs Protokoll, wir haben jetzt immer noch den Boss-Key. Oder sollten den Boss-Key zumindest haben. Ja, wir haben jetzt eigentlich alles. So, links raus, sagt es her. Ja. So, hier kannst du kurz verschnaufen, Safe-State machen. Noch ein, jetzt. Na, egal. Wow. Ein Tod muss man sterben. Wow. Der Raum ist doch aber auch echt assig. Weißt du, da fehlt dir dieser eine Frame. Dieser eine verkackte Frame. So. Gut. Rechts. Dann direkt nach unten. Wichtig, Bomben ausrüsten. Weil du musst den Weg wahrscheinlich nochmal freisprengen. Ja, glaube ich nicht. Wenn die einmal offen sind, dann sind die doch offen, oder? Du spielst hier einen verkackten Hack. Ich würde es nicht riskieren. So. Rechts war nochmal ein Herz, oder? Oh, okay.
Ich war gerade leicht irritiert, wo ich jetzt stehe, okay. Oh Mann. So, wo stehst du, du Scheißdrecksvieh? So, und zack, runter. Jetzt bist du auf der unteren Ebene. Jetzt gehst du nach unten, dann nochmal nach unten, weil nach links geht es nicht. Nochmal nach unten? Nach unten. Jetzt geht's nach links in deinen Lieblingsraum. So, tob dich aus, du musst ans andere Ende. Okay, wo stehe ich? Da stehe ich, okay. Mein Gott, mein Schlecken. So, und? Jupp. Jetzt fährst du da links verloren durch die Tür raus. Mein Gott, ein Tod muss man sterben. Wichtig ist, dass du auf dem Rückweg nicht verreckst und vor allem, dass du durch die Boss-Tür dann kommst und wieder nach oben. So. Hier nach oben? Moment. Oder links den Schimmelweg da lang. Nach oben. Ganz nach oben durch den Schalter betätigen. Warum wusste ich das? Das war eigentlich mehr als obvious. Warum denkst du da nicht dran? Ist doch egal, ein Tod muss man sterben, ne? Na, ja, Schätzelein. So. Nochmal nach oben. Hau ab da. So. Okay, den musst du umlegen. Jetzt darfst du den ganzen Weg wieder zurücklaufen, ohne zu sterben. Ach, das dürfte ja machbar sein. Ich hab ja Onkel Safe State, ne? Gott sei Dank. Stell dir vor, das Spiel ohne Safe State. Nee, aber dann doch da lieber I wanna be the guy. Okay, dann wissen wir ja schon die nächste Strafe. Am Arsch. Das hier ist Strafe genug für mein kleines, armes Gehirn. Warte, was ist ein Gehirn? Wait. Hey, listen. Hey, listen. No, thanks. La 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 la. Aber man kann sagen, was man will. Dieser Hack meint, ist vielleicht Arschlocher. Ja? Aber er ist gut. Er ist gut durchdacht. Einfach fick durch. Was ist eigentlich hier die Nachricht? Kommst du nicht weiter, weil du die Schlachten nicht sehen kannst? Es gibt einen Weg. Aber ich werde ihn dir nicht verraten. Versuch's doch mal mit dem Huhn im Dorf. Was? Du weißt? Wenn nicht, wie man mit einem Tier redet, das Spiel ist Originalspiel. Nochmal. Netter Heind, ne? Also. Der Heind ist ja mal nett gemeint. Ach, Fickenspiel. Ich glaube, du willst mit diesem Spiel nicht ins Bett gehen. Hust, hust, räusper, räusper. Noch mein Herz da nicht, okay. Also jetzt links, ne? Genau. Ja. Guck in den anderen Pötten, ob da was drunter ist. Ich glaube, da liegt noch irgendwo ein Herz. Aber lass es. Eben. Nicht bei den ganzen Zombie-Dinger gewackelt, was da rumwabbelt, du. Das brauche ich nicht. Gott sei Dank. Nicht verrecken. Wir sind nicht am Surgeon Simulator spielen. Ein Gegner weniger, der mir am Sack gehen kann. Siehst du, das läuft doch. Läuft bei mir. Läuft, gerne. Du hast so. Die zwei Gegner töten, weißt du Bescheid, dann geht's nach oben. Warum machst du die Wirbelattacke, wenn normaler Schlag genauso effektiv ist und du bei einem normalen Schlag dein Schild noch hast? Weil mit dem Schild kannst du die scheiß Kugeln unter Umständen abwehren und die Chance, dass du nicht getroffen wirst, ist deutlich höher. Haha. Ist so. Ach, stirb doch, Spiel! Ach, ich hab wieder Spaß dran, ne? Ja, dass du da deinen Spaß dran hast, das war mir schon fast klar. Ich glaube, ich lasse dem Ice Age seine Wirbelattacke. Ich glaube, er ist mit Wirbelattacke genauso schlecht wie mit ohne. Mit ohne, ah ja. Ja, Siggi. Stimmt natürlich. Mit ohne bin ich immer mit am besten. Mit am besten, mit ohne. Da muss ich. Hey. Hey. Hey, listen. Nein. Ach, ich hasse das Spiel. Ich will dich ja ungern penetrieren, aber du darfst einen Kachelraum komplett ohne Schutz machen. Warum?
weil du nicht mehr rechts in den Türrahmen reinkommst. Weil du jetzt die blauen Blöcke unten hast. Ach, Spiel. Ernsthaft? Ich glaube, du musst einen Hit kassieren. Ja, einer wäre noch nett. Nö, ich verliere gleich meinen halben Health Bar. Du lebst wie ein Mann. Jetzt. Das wär's jetzt gewesen. Egal. So, und diesen Raum darfst du jetzt Kacheln überleben ohne Schutz. Gut, machen wir. Kriegen wir hin. Ist ja nur mein Kanal. So, sind ja nur meine Nerven. Das mit deinem Kanal stirbt nie, wa? Wann machen wir mal wieder Gaming Edition? Wann kommt das lang geplante GTA 4? Schaukel of Doom. Schaukel of Doom. Mit meinen epischen GTA-Fahrkünsten. Hallo, ich bin Taxifahrer, wollen Sie mitfahren? Hallo, mein Name ist Mahmed, ich heute Ihr Taxifahrer für heute. So, Spiel! Du verdammter Hurensohn! Rammel, rammel, rammel! So. Und einmal fast forwarding, bitte. Thank you! So, jetzt geht's nach unten. Schalter suchen, ich kann dir leider keinen Tipp geben. Ich will nur wissen, ob sich das lohnt. Na okay, toll. Ja, Sigi. Arsch lecken. Langsam kenne ich das Spiel. Langsam weiß ich das, wenn ich die Dinger sehe, direkt auf Seite. Oh nein! Oh, danke vielmals, du hast mein Leben gerettet. Bring mich hier raus. Oh, please, please. Plöcks. Er ist die Schöpfele. Warum sage ich eigentlich, dass du die scheiß Töpfe hochheben sollst, wenn du das eh nicht tust? Ah, zu hell! Nee. Bumpen! Gut, ich würde sagen, ist Cliffhanger-Time, oder? Ja, sie ist Cliffhanger-Time. Sie schon dat! Also Leute, bis zum nächsten Part. Tschüss! Tschüss!